Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Ghetto the Keyboard. Das hier ist eine weitere Episode von GTTK, also Ghetto the Keyboard, stellt sich der Community. Diese Frage wurde uns zugeschickt und zwar lautet sie: Wie schätzt ihr Grafik ein in Games? Ist sie wichtig? Ist sie unwichtig? Sollte man Spiele sich kaufen anhand der Grafik? Wie schätzt ihr sie ein? Ersetzt sie eine Story und so weiter und so fort? Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin eure eigenen Fragen zuschicken, damit wir über diese diskutieren. Entweder im Forum, der Link ist unten, oder halt einfach so per PN oder in den Kommentaren drunter. Diskutiert mit und lasst uns auch euren Standpunkt wissen. Tja, meine Vorstellung von Grafik ist folgende. Ich bin aufgewachsen mit dem NES und mit dem SNES, also Nintendo und Super Nintendo. Die Spiele hatten damals 8-Bit-Grafik. Das kann mittlerweile mein Handy auf 100 Mal besser. Aber die Spiele waren gut. Wieso waren sie gut? Weil sie hatten interessante Mechaniken und sie waren gut konzipiert. Ich persönlich denke, Grafik sollte ein Spiel unterstützen und es nicht ersetzen. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht noch nicht mal ein Spiel, sondern ein Film. Alle waren unglaublich gehypt von dem Film Avatar. Ja, natürlich, es sah unglaublich geil aus. Ich meine, wenn er im Kino war, das war wow, holy crap. So kann tatsächlich etwas aussehen. Die Technik ist tatsächlich so weit, dass man sowas sehen kann. Unglaublich gut. Aber ich würde diesen Film niemals als einen der besten Filme aller Zeiten bezeichnen, was manche Leute tun. Der Film war geil, zum einmal angucken. Nicht mehr. Es war ein interessanter Film, aber wenn man mal die Grafik sich wegdenkt und die ganzen Effekte, falls man sich diesen Film vorstellt, wie der ohne Grafik aussehen würde, also die Story an sich, das ist Pocahontas. Ein Konzept, das seit 40 Jahren auf VHS existiert. VHS, wer das nicht weiß, das sind Spielfilmkassetten. Das gab es noch vor der CD, so ganz steinalt, voll der kranke Scheiß. Aber auf jeden Fall, das war ein Beispiel davon, wie Grafik etwas komplett ersetzen kann, wo die Leute nur auf Grafik achten. Natürlich muss ein Spiel gut sein. Die Grafik ist scheißegal. Ich meine, ich spiele gerne Super Castlevania 4. Habt ihr davon die Grafik gesehen? Man kann die Pixel zählen. Super Metroid. Man kann die Pixel zählen. Es sind trotzdem eines der besten Spiele aller Zeiten. Final Fantasy VII. Was eins der besten Rollenspiele im Final Fantasy-Style aller Zeiten bezeichnet wird, ist ein Spiel, wo der Hauptcharakter, ich glaube, aus insgesamt 10 Polygonen besteht. Wenn ich weiß, was Polygone sind, da sind im Endeffekt, was man ein Modell erstellt, ein Charaktermodell, das sind die Dreiecke, aus denen ein Charaktermodell besteht. Deswegen hat der anstatt Beine auch Dreiecke und hat einen spitzen Arsch. Ich meine nicht spitzen im Sinne von super, sondern er hat tatsächlich eine Zacke drin. Es ist einfach so, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr geiles Spiel. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Da steckt eine Idee hinter, es ist clever umgesetzt, es ist gut, es ist toll. Dasselbe hier auch zum Beispiel bei dem Spiel im Hintergrund. Ihr seht WoW im Hintergrund aus der Beta von Mist of Pandaren. Die Grafik ist nicht mal ansatzweise so gut, wie sie sein könnte jetzt, weil die Engine ist schon uralt. Aber das Spiel an sich ist immer noch gut. Genauso wie die ganzen Spiele, die vorher gut waren. Schaut euch Doom an. Das allererste Doom, Doom 1 oder Doom 2. Die Spiele haben eine Grafik, da kann man wirklich die Pixel zählen. Blutpixel. Und es ist trotzdem geil. Es ist eines der besten Ego-Shooter-Spiele, die je rausgekommen sind, finde ich. Also ich persönlich denke, Grafik sollte ein Spielprinzip nicht ersetzen. Das gilt aber nicht überall. Schaut euch zum Beispiel Ego-Shooter an. Man kann da nichts Neues implementieren. Brink hat zum Beispiel probiert und ist kläglich gescheitert. Es gibt Ego-Shooter-Spiele, wie zum Beispiel Crysis, die haben nichts Neues zum Genre beigetragen. Außer jetzt, falls man den Anzug nicht mitzählt, aber das ist eher ein nettes Gimmick und keine wirkliche super tolle Änderung des gesamten Genres. Aber weil Crysis so unglaublich gut aussieht, wollten es alle Leute kaufen, um es mal zu sehen. Aber ich habe noch niemals irgendwen gehört, der gesagt hat: Ja, Crysis, ich habe das Spiel wahrscheinlich schon 20 Mal durchgespielt, weil es so gut war. Nein, man spielt es einmal durch und dann zockt man noch so ein bisschen hin und her und das war's. Man will es halt einfach nur einmal wegen der Grafik sehen. Ist ja auch gar nicht falsch daran zu sagen: Wow, das Spiel hat eine gute Grafik, ich würde es mir mal angucken. Gar keinen Fall. Aber nimm zum Beispiel Skyrim als Beispiel. Ich würde das Spiel auch spielen, wenn es eine Grafik hätte, die in 16-Bit gemacht wäre. Ich würde es immer noch spielen, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Schaut euch The Witcher 2 an, das Spiel war unglaublich gut. Auch wenn es natürlich eine geniale Grafik hat, aber das Spiel, die Prinzipidee dahinter, die war halt geil. Deswegen wollten es alle spielen. Ich persönlich bin nicht unbedingt ein Fan davon, dass man sagt: Wow, big shiny Effekte, das Spiel muss gut sein. Genauso wie bei Filmen. Eine Grafik muss das Spiel ergänzen, nicht die Spielidee oder die Story ersetzen. Schaut euch Inception an.
einen der besten Filme, die ich je gesehen habe. Wirklich unglaublich gut, weil der intelligent war und gleichzeitig hat die Grafik, also die Effekte, das ganze CGI-Zeug, hat den Film nochmal optisch extrem ansprechend gemacht. Da war das richtig. Die Grafik hat die Story ersetzt. Nicht ersetzt, ergänzt. Sie hat sie nicht ersetzt. Ergänzen und ersetzen sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen denke ich, dass Grafik vor allem in den aktuellen Spielen nicht so wichtig ist. Es ist natürlich geil, wenn es super aussieht, aber ein Spiel muss trotzdem gut sein im Kern. Das ist das, was viele, vor allem jüngere Spieler, irgendwie nicht verstehen oder auch nicht wertschätzen. Die sind aufgewachsen mit PlayStation 3 und Xbox 360. Es sieht alles so aus, wie es jetzt ist. Es gibt kaum einen, der wirklich Super Mario World 2 gespielt hat. Also, oder Super Mario Brothers, das allererste. Das waren unglaublich gute Spiele, aber die würden das nicht anfassen, weil es sieht ja nicht mal gut aus. Ich weiß nicht, jeden, der sagt, dass er ein Gamer ist, den frage ich immer, kennst du Castlevania? Kennst du Super Mario? Und wenn sie dann von Castlevania sagen nein und von Super Mario sagen ja, ich kenne das von der Wii, dann denke ich mir so, aha. Aha, okay, gut. Sehr gutes Beispiel, zum Beispiel God of War, der dritte Teil. Unglaublich geile Grafik, aber das Prinzip war super. Ich meine, die Story war gut, das Gameplay war gut, die Mechaniken haben gestimmt, perfekte Steuerung, das Spiel hat funktioniert. Es war sehr, 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 sehr gut. Aber jetzt gleich ein anderes Beispiel, Rage. Das Spiel hatte tausende Probleme, hat nicht wirklich funktioniert, aber die Grafik war top. Grafik war superweise. Ganz toll. Aber das Spiel war scheiße, im Endeffekt. Deswegen, also ich persönlich frage mich immer, was ist besser? Dass das Spiel optisch ansprechender ist oder dass es tatsächlich funktioniert und gut ist? Ich bin jemand, der sagt, es sollte lieber funktionieren und gut sein. Aber lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Wie steht ihr dazu? Wollt ihr lieber ein Spiel, das Big Shiny Effekte hat und super geil aussieht, aber dafür scheiße ist? Oder wollt ihr ein Spiel, das richtig geil ist, aber 16-Bit-Grafik hat? Falls man mal die Extreme nimmt. Natürlich ist optimalerweise Spiel wie Skyrim da oder ein Spiel wie Witcher 2 oder Dead Space 2 oder wie sie alle heißen. Aber im Endeffekt, man kann nur eins haben und ich persönlich hoffe für die ganzen Games, die jetzt für die ganzen Games, die jetzt rauskommen, dass sie eher in der Grafikumgebung ein bisschen holprig sind, als dass sie im Gameplay scheiße sind. Denn ein geiles Gameplay wird niemals ersetzt von irgendwem. Eine geile Grafik, naja. Die wird auch irgendwann mal sich verändern, die wird irgendwann mal nutzloser sein, es wird irgendwann viel bessere Grafik geben und dann ist es nicht mehr ganz so top. Ich meine, damals, als N64 rauskam und man Super Mario 64 das erste Mal gesehen hat, dachte man, wow, was für eine Grafik. Oder Zelda Ocarina of Time, sagt man, wow, wie geil. Aber die Spiele werden heutzutage immer noch aktiv gespielt und runtergeladen, weil sie einfach richtig geile Spiele sind. Und das liegt nicht daran, dass sie gut aussehen jetzt mittlerweile. Aber schaut euch Spiele wie zum Beispiel Crysis an. Crysis 1, wer zockt das noch so richtig? Keiner mehr. Und in 10 Jahren, da kann ich euch versprechen, dass keiner mehr Crysis 1 anfassen wird. Oder Crysis 2. Wieso? Weil die nichts Neues zum Ego-Shooter-Genre mitgetragen haben. Die sahen unglaublich geil aus. Richtig Hammer. Aber, naja. Es waren im Endeffekt einfach nur, ja, wie eine Art Kinoversion. Wie Avatar. Avatar wird in 20 Jahren sich auch keine Sau mehr angucken, weil wir dann wahrscheinlich alle mit 3D-Brillen und Ganzkörperanzügen ins Kino laufen müssen, wo wir wahrscheinlich dann im Film mitspielen. So interaktives Erlebnis. Wahrscheinlich. Was denkt ihr? Was sagt ihr dazu? Ist eure Meinung so ähnlich wie meine? Weicht ihr ab? Habt ihr vielleicht Gegenbeispiele von Games, die scheiß Prinzip hatten, richtig geile Grafik und die werden immer noch gespielt? Was sagt ihr dazu? Lasst es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.